Grüß euch, wir sind heute direkt in Eisenach beim Willinger und der Helmut hat uns heute durch die Brauerei geführt und uns mit in die Bierwerkstatt genommen. Und jetzt erzählt uns hoffentlich, warum es die Bierwerkstatt gibt und seit wann es gibt. Die Bierwerkstatt ist eigentlich so die letzten 2 Jahren entstanden, natürlich erst im Kopf, aber jetzt auch wirklich auch zum Anfassen. Der Hintergrund war, wir wollten den Leuten die Möglichkeit geben, mal dasselbe zu erleben, wie es wir jeden Tag tun. Mit tollen Rohstoffen zum Arbeiten, sich irgendwo kreativ und selbst zu verwirklichen und wirklich dann am Schluss sein eigenes Bier in die Hände halten und das dann natürlich auch genießen in geselliger Runde. Und wir haben das Zeit für euch ausprobiert. Hört euch mal an, was die anderen dazu sagen. Also das war echt super genial heute. Wir haben angefangen mit dem Weißwurstfrühstück, dann haben wir unten in der Bierwerkstatt unser eigenes Bier braut. Also da sieht man mal, wie das geht und was man selber macht, das muss man halt probieren auch. Also geschmeckt hat es auch gut. Und nach dem Mittagessen haben wir dann eben wieder weitergemacht und ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Es war nicht nur ein lustiger Tag, es hat alles super geschmeckt, es war auch sehr, sehr informativ, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Das kennst du ja so nicht, wenn du daheim das Bier siehst. Und die ganzen regionalen Produkte, wie sie das alles hernehmen. Also es war voll interessant und super lecker und der ganze Tag war einfach eine richtige, richtige Gaudi. Also mir hat der Tag in der Bierwerkstatt richtig gut gefallen. Vor allem, weil man es nicht nur so theoretisch erklärt kriegt, sondern das Ganze selber machen kann. Dann mit dem ganzen Rahmen mit dem Weißwurstfrühstück in der Früh und dass man dann durch ein bisschen ein Bier erwischt, da wäre auf jeden Fall meine Späßeln wiedergekommen. Ja, und ich schaue mir da muss ich auf jeden Fall einmal vorbei. Der Löw Bernhard ist da beim Wieninger der Braumeister und erzählt euch, was so ein Wieninger so besonders macht. Was macht unser Bier so besonders und was ist uns wichtig in der Brauerei Wieninger? Wichtig ist einmal, dass wir handwerklich brauen und dass wir lauter langjährige Mitarbeiter haben. Und das ist eigentlich unser größtes Potenzial. Und natürlich dann unsere Rohstoffe, unser eigenes Brauwasser, unser Hefereinzug und unser Malz, das wir verwenden und ein Hopfer, der aus Bayern kommt. Das ist eigentlich das, was unser Bier ausmacht und natürlich auch die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter. So, und wann geht es so offiziell los? Wir waren ja heute so ein bisschen inoffiziell bei dir. Wann kann man das buchen? Wie kann man es buchen? Und wie können wir zu dem Genuss in die Bierwerkstatt zu gehen? Das stimmt, wir haben heute extra nur für die Sophie aufgesperrt. Hat aber einen riesen Spaß gemacht mit dir. Danke schon mal, dass du es besucht hast. Ganz offiziell wird es ab Anfang Juli losgehen. Wir können ab dann quasi die Bierwerkstatt zur Buchung freigeben. Ihr könnt über unsere Internetseite www.wieninger.de euch ein wenig darüber informieren, wieso die Rahmenbedingungen sind, wann die Termine denn noch frei sind und dann könnt ihr natürlich buchen. Wir werden uns gefreut. Ja, dann werde ich so ein Brautzeuer eigenes Bier und bis bald für euch. Servus!